Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe meiner Top-Songs der Woche. Das ist die Ausgabe vom 14.11. Genau, die 45. in diesem Jahr. Wir sind natürlich wieder zu spät dran. 12 Tage, um genau zu sein. Verspätung war tatsächlich schon mal größer. Aber ja, ich versuche auf jeden Fall, dass es ein Ende hat mit diesen ganzen langen Verspätungen von über 10 Tagen. Genau. Auf jeden Fall haben wir wieder viele neue Songs am Start. 7 Neuzugänge und 2 Wiederansteiger hat es gegeben in den Top 25. Dazu gibt es natürlich Neuvorstellungen. Genau, und auch den Song, der vor einem Jahr auf Platz 1 war. Ihr kennt das Ganze natürlich. Wir schauen uns aber jetzt zuerst die Plätze 40 bis 26 an. Auf Platz 40 haben wir Revolverheld mit Leichter, letzte Woche die 36, diese Woche 4 runter auf die 40. Dann haben wir Evanescene mit Use My Voice, 7 Plätze runter von der 32 auf die 39. Dann 24K Gold mit Mood auf der 38, 4 Plätze runter von der 34. Dann haben wir Dortry World on Fire, 16 Plätze runter von der 21 auf die 37. Dann Dagny mit Moment, neu eingestiegen auf Platz 36, dann auf Platz 35 Ray Garvey, Talk to Your Body, 18 Plätze runter von der 17 auf die 35, dann Seagulls, All I Want to Hear You Say, 8 Plätze runter von der 26 auf die 34, dann Glades mit Blonde, 4 Plätze runter von der 29 auf die 33, Shawn Mendes mit Wanda von der 25, 7 Plätze runter auf die 32, dann haben wir Why Don't We mit Fallin auf der 31, von der 20 ging es da 11 Plätze runter. Dann letzte Woche neu vorgestellt Gentleman und Sido mit Schöner Tag auf der 30. Neu eingestiegen, Platz 29 Julie Bergen, One Touch, 15 Plätze von der 14 runter. Dann haben wir Little Mix, Not a Pop Song, 5 Plätze von der 23 runter auf die 28. Yves V, Round and Round, von Platz 19, 8 runter auf die 27. Und auf Platz 26 haben wir Sia mit Courage to Change, 10 Plätze runter von der 16. Also ihr seht schon, einige Songs, die letzte Woche noch in der Top 25 waren, sind diese Woche nicht mehr dabei. Jetzt starten wir also rein mit der Wertung für die Jahrescharts. Die wird es natürlich dieses Jahr auch wieder geben. Genau, ist ja schon bald tatsächlich Dezember. Da werde ich dann, wenn ich die Woche eine Woche Urlaub habe, dann anfangen mit den Punkten zum Zusammenzählen. Also Platz 25 hätte jetzt einen Punkt, Twinix mit Dreaming, letzte Woche die 18, diese Woche die 25. Genau, und Platz 1 hat 25 Punkte. Nächstes Jahr werden wir es wahrscheinlich so machen, dass wir tatsächlich die ersten 40 Songs jeder Woche dann bewerten. Da wird dann Platz 1 40 Punkte sein und Platz 40 ein Punkt. Aber das steht natürlich auch noch in den Sternen, außer ihr sagt, nee, ich will das auf jeden Fall gar nicht, dass dann die Top 40 bewertet werden. Dann können wir es auch weiterhin so beibehalten. Dann Harry Styles mit Golden, der erste Neuzugang hier in der Top 25 für heute. Letzte Woche die 31 gewesen, diese Woche neu dabei in den Top 25. Dann haben wir AC/DC mit Shot in the Dark. 8 Plätze ging es tatsächlich runter von der 15 auf die 23. Genau. Dieses Jahr gibt es übrigens keinen Adventskalender. Hat es ja in den letzten Jahren immer bei mir gegeben. Dieses Jahr aus zeitlichen Gründen nicht. Weil ihr merkt sowieso, ich bin mit allen Videos hinten dran. Auch mit diesem hier. Jetzt kommen wir aber zum ersten Wiedereinsteiger für heute. The Score und Our Nation mit Carry On geht von der 30 wieder rein auf die 22. Dann auf Platz 21 haben wir von Miss Li ihren Hit Complicated im Rise Remix. Neu eingestiegen hier auf Platz 21 bei mir. Jetzt kommen wir auch schon zur ersten Neuvorstellung, mal was Deutsches von einem Künstler, von dem ich noch nie was gehört habe. Nino De Angelo, Gesegnet und Verflucht, ist aber wirklich ein guter Song und könnte somit es in der nächsten Ausgabe reinschaffen, bei mir, in meine Top-Songs. Dann haben wir auf Platz 20 die Ärzte mit True Romance, für die ging es einige Plätze runter, 11 Plätze von der 9 auf die 20 und jetzt haben wir den Absteiger. Ja, der Woche, Martin Jensen, was habe ich wieder aufgeschrieben hier? Alle Farben und Nico Santos, Running Back to You. Von der 6 ging es 13 Plätze runter auf die 19, also krasser Absturz auf jeden Fall.
Die waren nämlich noch vor 2 Wochen tatsächlich auf Platz 1 gewesen. Dann haben wir den zweiten Wiedereinsteiger, das ist Blackpink Lovesick Girls von der 27 wieder rein. Unter die ersten 25. Dann gibt es schon den dritten Neuzugang für heute. Das ist Dotan, There Will Be A Way. Letzte Woche auch erst vorgestellt tatsächlich. Bei der Neuverschreibung diese Woche gleich mal Platz 17. Kann sich sehen lassen. Dann geht es weiter mit Robin Schulz und Kiddo. All We Got von der 12 ging es 4 Plätze runter auf die 16. Dann haben wir die zweite Neuvorstellung. Tonbandgerät hat mal wieder einen neuen Song. Alle deine Lügen. Somit die zweite Neuvorstellung für heute. Tonbandgerät, glaube ich, gleich aktuell mit 2 neuen Songs irgendwo dabei. Auch der zweite hört sich tatsächlich ganz gut an. Auch eine Band wirklich, von der man jetzt einige Jahre nichts gehört hat und jetzt geht's wieder anscheinend los. Dann haben wir Major Lazer zusammen mit Alessia Cara, Hell and High Water auf Platz 15. Letzte Woche die 8, das sind 7 Plätze, die es ja runtergeht. Dann geht es jetzt auf jeden Fall weiter mit Platz 14. Da haben wir Wanda mit dem Jurassic Park, Neuzugang somit in den Top 25. Letzte Woche auf der 28 gewesen, vor 2 Wochen ja neu vorgestellt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau, so war es auf jeden Fall. Jetzt sind wir dabei in den Top 25. Ja, letzte Woche noch eingestiegen, Rachel Blatt mit Solis auf der 22. Diese Woche ging es tatsächlich 9 Plätze hoch auf die 13. Und das ist schon der Aufsteiger der Woche tatsächlich. 9 Plätze ist das meiste. Es gibt dann noch einen Song, der wo 8 Plätze hochging, aber dazu später mehr. Dann haben wir Platz 12, Stephanie Heinzmann mit Colors. Auch für sie ging es einige Plätze runter, von Platz 2 auf die 12, sind 7 Plätze insgesamt. Dann haben wir Malu Puis mit TikTok. Auch für sie ging es 8 Plätze runter, von der 3 auf die 11. Ja, schon krass, wir haben von den Top 3 schon mal 2 Songs außerhalb der Top 10 gehabt. Aber bevor wir in die Top 10 kommen, jetzt nochmal ein neuer Song von Matt Hummer zusammen mit Emma Steinbecken, Wow heißt der Song. Genau. Und ja, ich habe mir natürlich noch mehr neue Songs rausgesucht. Anne-Marie hat zum Beispiel was Neues, Complicated heißt die Single, genauso wie die von Miss Lee, wo diese Woche neu eingestiegen ist. Dann Amy McDonald hat was Neues, Crazy Shade of Blue heißt der Song. Und dann haben wir Dami Im, noch nie was von der gehört, mit Paper Dragon. Das wären die weiteren neuen Songs bei mir tatsächlich. Weiter geht es jetzt auf jeden Fall mit den Top 10, wo wir noch 3 Neuzugänge haben. Aber zuvor haben wir erstmal Everglow mit La Di Da. Für die ging es tatsächlich ein paar Plätze bergauf. 6 Plätze von der 16 auf die 10 hoch. Dann auf Platz 9. Ja, der drittletzte Neuzugang für heute, Tones and I, hat mal wieder eine neue Single. Und immer wenn Tones and I einen neuen Song rausgebracht hat, ist der bei mir dabei in den Top 10. Diese Woche neu eingestiegen, Tones and I, Fly Away, direkt in die Top 10 neu eingestiegen. Dann auf Platz 8 haben wir den nächsten Neuzugang tatsächlich. Da haben sich mal wieder einige zusammengetan, nämlich Gary Barlow, Michael Bublé und Sebastian Yatra. Eine Nummer, zu der man auf jeden Fall gut tanzen kann, finde ich. Elita heißt die Single, neu auf Platz 8 somit. Ja, es gibt gar nicht so oft, dass tatsächlich 2 Songs hintereinander ja, neu einsteigen. Und vor allem in den Top 10 ist es noch seltener, wie ich finde. Machen wir jetzt auf jeden Fall weiter mit Glasperlenspiel und Ninja Po. Wenn das Liebe ist, auf Platz 7 ging von der 11 4 Plätze hoch. Genau. Nicht viel verändert im Vergleich zur Vorwoche hat sich Against the Current, Ted Won't Save Us, letzte Woche auf Platz 7 neu eingestiegen, diese Woche einen hoch auf Platz 6. Und somit kommen wir zu dem Song, der letztes Jahr auf Platz 1 war. Und das war Dua Lipa mit Garden. Gibt fast gar kein Jahr, wo Dua Lipa nicht mit einem Song auf Platz 1 mal gestanden ist in der Woche. Seitdem sie auf jeden Fall bekannt ist. Dieses Jahr weiß ich es noch gar nicht, ob sie tatsächlich mal auf Platz 1 war. Kann ich mich gerade nicht daran erinnern, aber das Jahr war schon tatsächlich richtig lang bisher. Platz 5 jetzt auf jeden Fall. Die Top 5 sind wir angekommen. Pentatonix, Be My Eyes, letzte Woche auf Platz 13 eingestiegen, ging 8 Plätze
hoch auf Platz 5. Und jetzt kommen wir zu Platz 4 und das ist der höchste Neuzugang für heute. Also heißt, kein Neuzugang in den Top 3. Genauso wie letzte Woche, da hatten wir sogar in den Top 5 nur einen Neuzugang. Auf Platz 5 war da der höchste, diese Woche auf Platz 4 der höchste Neuzugang. Ray Garvey zusammen mit Wise Tewon ist die neue Nummer hier. Und Ray Garvey hat mir tatsächlich heute schon auf Platz 35 mit Talk to Your Body. Der Song ja, hat sich so ein bisschen verabschiedet aus dem Top 25 und ja, Tewon ist jetzt neu ja, hinzugekommen sozusagen. Und was auffällt, Wise geht wirklich richtig ab seit letztem Jahr. Also was der für Songs hat, an welchen Hits der so beteiligt ist. Auch bei Miss Lee mit Complicated, die neu eingestiegen ist, war er auf jeden Fall auch dabei. Also schon krass, was der so ja, abzieht sozusagen aktuell. Dann die Top 3 und auf Platz 3 den Song, der letzte Woche Platz 1 war, Jax Jones und auch I Miss You von der 1 nur 2 Plätze auf die 300. Also der hält sich weiterhin ganz stabil da oben. Dann haben wir Judah and the Lion, Beautiful Anyway, Platz 2 ging ja, von der 2, von der 4, 2 Plätze hoch, so rum. Und dann haben wir noch Platz 1, der ist letzte Woche noch eingestiegen, war höchster Neuzugang letzte Woche. Milo mit First Day of My Life vom Platz 5, 4 Plätze hoch auf die 1. Also es ist tatsächlich oft so, dass der Song, wo letzte Woche dann der höchste Neuzugang war, dass der auf jeden Fall dann weit oben dabei war. Also oft auch schon Platz 1, aber die Top 3 knackt eigentlich oft. Also die Hoffnung ist auf jeden Fall da für Ray Garvey und Weiss, dass er in der nächsten Ausgabe vielleicht da oben steht oder vielleicht steht ein anderer Song da oben. Mal schauen, seid auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Ich bin selbst gespannt natürlich, welche guten Songs wir dann, ja, dann in der nächsten Ausgabe neu dabei haben. Und somit würde ich sagen, bis zum nächsten Video und ciao.